Holztechnik-Studium in Eberswalde und dort mit der speziellen Ausrichtung Mechatronik im Holzingenieurwesen. Dieses Studium wird durchgeführt zusammen mit Unternehmen als duales Studium und der Hochschule. Was kann Sie dazu antreiben, bei uns zu studieren? Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und dieser nachwachsende Rohstoff, dort wollen wir vernünftige, technisch einsetzbare Produkte daraus herstellen und diese technisch einsetzbaren Produkte müssen natürlich bewertet werden nach ihren Eigenschaften, Festigkeitseigenschaften, Farbe und so weiter. Dazu setzen wir viele mechatronische Messsysteme ein. Um dieses Studium dann durchführen zu können, brauchen Sie die üblichen Zugangsberechtigungen, wie sie in dem Brandenburgischen Hochschulgesetz dargestellt sind. Und Sie fangen an in einem Grundlagenstudium mit Praxisphase. Das läuft in der Regel im Unternehmen. Und Sie kriegen Online-Lehre zur Verfügung gestellt über unser Netzwerk, wo Sie dann auch letztendlich eine Praxiswoche pro Semester bestreiten können und dort nochmal revidieren können, ob Sie alles gelernt haben. Wenn Sie dann in dieser Praxisphase, wo Sie einfach viele praktische Inhalte aus den Unternehmen lernen, dann kommen Sie, wenn Sie das soweit geschafft haben, zu uns in die Hochschule und machen sozusagen Ihr Fachstudium. Das ganze Fachstudium läuft über zwei Semester und am Ende dieser zwei Semester steht dann letztendlich der Abschluss mit Ihrer Bachelorarbeit, die Sie letztendlich auch mit dem Unternehmen zusammen durchführen. Dort wird es immer eine Kooperation zwischen Hochschule und dem Unternehmen geben, sodass wir dort letztendlich weiter zusammenarbeiten können in bestimmten Forschungs- und Entwicklungsthemen, die die Unternehmen aber auch sozusagen uns in der Lehre interessieren.